Das beste Let's Play für Vampire the Masquerade ist LA by Night. Und diese Show bekommt jetzt eine Fortsetzung bzw. einen Ableger mit New York by Night. Alles, was wir bisher wissen, erfährst du in diesem Video. Los geht's! New York by Night, das verspricht sehr viel. Und in diesem Video möchte ich drei Dinge zeigen. Zum einen, was sieht man im Trailer? Was wissen wir über die Figuren, die in diesen Geschichten auftauchen werden? Und dann als dritten Punkt, meine Erwartungen, was diese Show uns bringen wird und wen wir da vielleicht noch alles treffen können. Der Trailer zeigt uns mit sehr eindrucksvollen Bildern, was man von New York by Night erwarten darf. Es gibt einfach so viele eindrucksvolle Locations in New York, die super zur Welt der Dunkelheit passen. Es gibt die Brooklyn Bridge bei Nacht zu sehen, es gibt diesen dicht gedrängten Verkehr in Manhattan zu sehen, Wolkenkratzer, dampfende Kanäle, die gelben Taxis, die Subway, die von vielen Menschen auch nachts benutzt wird. Und es ist die Stadt, die niemals schläft, und das ist natürlich ein perfektes Setting für Vampire. Und tatsächlich war mein erster Gedanke, als ich gehört habe, es gibt die Show New York by Night. Wer spielt denn damit? Hoffentlich spielen da Charaktere von LA by Night mit. Es gab das ein oder andere offene Ende. Ich weiß nicht, falls ihr die Show noch nicht gesehen habt, will ich euch nicht spoilern. Bei manchen weiß man nicht, ob er nochmal auftauchen könnte oder auch nicht. Bei anderen ist es aber klar, das sind Kandidaten, die durchaus nochmal auftauchen könnten. Was wissen wir über die Charaktere? Wir wissen also als erstmal, es ist eine Gruppe von vier Vampiren, die mitspielen werden. Storyteller ist Jason Karl, und der einfach nur ganz großartige Arbeit mit LA by Night geleistet hat. Darüber hinaus ist er auch einer der Entwickler von Vampire. Also besser geht's nicht. In meinen Augen ist das einfach der beste Storyteller mit einer wahnsinnig angenehmen Stimme. Das könnte nicht besser laufen. Was wissen wir über die Gruppe? Es wurden vier Namen genannt, vier Charaktere. Das ist zum einen ein Gangrel namens Ray. Dann haben wir eine Wenshu namens Fuego. Und da wird es ein bisschen spannend. Es gibt einen Raphnos in der Gruppe, Serif. Und dann kam der Kracher zum Schluss dieser Auflistung im Trailer. Es gibt eine Figur, die heißt Isaac und ist ein Esimizi. Das ist für sich schon mal ziemlich großartig, dass es einen Esimizi in dieser Show gibt. Und er wird gespielt von Alexander Ward. Das ist der Jasper aus LA by Night. Jasper war in LA by Night ein Nosferatu. Das ist der Publikumsliebling der Show, der schauspielerisch die anderen an die Wand spielt. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Das ist ein fantastischer Schauspieler und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er da mitspielt. Die wichtigste Info ist, wann geht's los? Der Trailer macht darüber eigentlich keine Auskunft, aber wenn man unten auf die Beschreibung klickt, wird man schlauer. Am 1. Juli startet die Show, allerdings nicht bei YouTube, sondern bei Twitch. Auf dem offiziellen Kanal von der World of Darkness wird das gestreamt werden. Also reinschauen. Also ich gehe davon aus, dass sie das selbstverständlich auch irgendwie mit ein bisschen Zeitverzögerung bei YouTube reinstellen werden. Aber zunächst wird es das ab 1.7. eben bei Twitch geben. In der Videobeschreibung gibt es auch den Hinweis, dass es inhaltlich um zwei Klüngel gehen wird und die Staffel 1 den ersten von diesen beiden Klüngeln beleuchten wird. Und das ist eine Anarchenklünge. Also diese Figuren, die sie bekannt gegeben haben, werden wohl die Anarchenfiguren sein. Und ja, es wird so sein, es geht um vier junge Vampire, die mit den Wegen und den Regeln der Camarilla Probleme haben. Und daraus dürften sich der ein oder andere spannende Konflikt ergeben. New York als Setting für so eine Show ist natürlich mega. Ich könnte mir eigentlich kaum was Besseres vorstellen. Die Stadt ist so ikonisch, es gibt so viele spannende Orte. Und insbesondere ist natürlich das Besondere an Manhattan, also am Kern von oder im Herzen von New York, dass es mega dicht ist. Da leben unfassbar viele Menschen auf einem vergleichsweise engem Raum. Das bedeutet dann natürlich, dass die vampirische Gesellschaft sich gegenseitig auf den Zehen steht. Die Population von New York gibt es durchaus her, dass da eine hohe Vampirdichte auf wenig Fläche ist, und da wird es Krach geben. Außerdem ist New York by Night wahrscheinlich so mein Lieblingsquellenbuch.
Das ist ein Buch von Justin Achille, das habe ich schon mehrmals auf dem Kanal auch erzählt, dass ja, ich seine Arbeit sehr, sehr schätze. Und es ist für mich nach wie vor das ja, beste Bei-Nacht-Buch. Und ein weiterer Punkt, warum ich das total großartig finde, dass New York als Schauplatz für die Show gewählt wurde, ist, weil meine Gruppe, ich mit meiner Gruppe selbst in New York spiele. Und das seit ja, nunmehr 3 Jahren. Das heißt, wir kennen die Stadt ganz gut. Wir kennen auch einige der Charaktere, die in den Quellenbüchern oder im Quellenbuch für New York by Night ja, aufgeführt werden, ganz gut. Und ich bin mal gespannt, wie die Figuren, auf die der Kluge mit Sicherheit treffen wird, interpretieren werden. Ja, meine Spekulation ist, wenn jetzt Staffel 1 den Anarchenklüngel fokussiert und es um 2 Klüngel geht, dann wird es wahrscheinlich in der zweiten Staffel mit Sicherheit um einen Camarilla-Klüngel gehen. Und ich bin sehr gespannt, ob wir da nicht den ein oder anderen Schauspieler aus LA by Night in einer neuen Rolle wiederfinden. Jetzt haben sie natürlich mit Alexander Ward als, hier heißt er, Isaac, ehemals Jasper, der Nosferatu, schon ein Star von LA by Night ja, eingeladen. Und ich bin mir sicher, dass ihnen das auch sehr, sehr bewusst ist, dass ja, diese Charaktere auch LA by Night großartig gemacht haben. Und ich vermute, sie werden mindestens Gastauftritte haben und wahrscheinlich wird mindestens einer der Figuren auch eine Hauptrolle in Staffel 2 in diesem anderen Klüngel einnehmen. So, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare unten, was ihr euch von der Show versprecht, was eure Erwartungen sind, wen ihr sehen wollt und vielleicht auch welchen Clan diese Schauspieler spielen sollen. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke ich vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.